Der Dezember geht weiter und so sollten auch die Gewinner es tun. Gestern fast 125.000 Euro gewonnen, aber leider hat es nicht gereicht. Mal gucken, ob wir das heute schaffen können. Wir starten eine weitere Folge unserer geliebten Quizshow Wer wird Millionär? Ja, und damit willkommen zu einer neuen Folge Wer wird Millionär in unserem winterlichen, dezemberlichen Studio. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, hat diese Folge bis jetzt noch keinen Ruckler gehabt. Warum? Denn das liegt daran, dass die Ausrüstung wieder da ist. Es ist gerade Montagabend hier, wo ich aufnehme. Und heute überraschend, wo ich nach Hause kam, da war der Rechner schon wieder da. Mit neuem Netzteil, Mainboard und Arbeitsspeicher. Schöner kann sie sein. Das heißt auch, dieses Wochenende wahrscheinlich wieder Stream. Ich werde es im Discord ankündigen. Der Link zum Discord ist in der Videobeschreibung. So, genug gequatscht. Was könnte es besser geben als eine Lampe, die ich ausgehen will, hier oben die. Und einer neuen Auswahlfrage für diese Folge. Die lautet heute wie folgt. Setzen Sie Katie Witt, Karl Lagerfeld, Ralf Siegel und Marcel Reichert Niki nacheinander auf Ihren Thron. Eisprinzessin, Modezar, Literaturpapst, Schlagerkönig. Das war, glaube ich, falsch. Aufgelöst. Ich das Ganze doch. Ganz von vorne bis hinten. Wir fangen an mit Katie Witt. Sie ist die Eisprinzessin. Lagerfeld ist der Modezar. Schlagerkönig ist Ralf Siegel und Reicher Niki war Literaturpapst. Ein bisschen Literaturpapst. A, B, D und C. Das wussten gerade mal 5 am schnellsten, war Spieler 4. Los geht's! In vollem Glanze sollen diese Spotlights hier erleuchten. Mit dazu natürlich auch die Spielvariante, die bei uns heute wieder wahrscheinlich die Risikovariante sein wird, mit 16.000 nicht sicher und 4 Jokern. Begeben wir uns auf den Weg zur Million. Los geht's! Eine Zugreise beginnt damit, dass ich in die Bahn steige. Bahnhöfe, Bahngleise, Bahnsteige, Bahnschranke, C-Bahnsteige. Und 100 Euro. Wie heißen die gezeichneten Dickhäuter aus der Feder von Otto Walkes? Ottifanten. Da steht schon Ottifanten, Dumbo-Bortes, Ottomanen, Rüstautis. A, Ottifanten. 200. Wie wird der Hippopotamus Amphibius gemeinhin genannt? Ganges Kuh, Amazonas Schwein, Mississippi Piesel, Nilpferd, D. 1 Redensartig, wenn man sich nach einer durchzechten Nacht an nichts mehr erinnert? Einen Filmriss. Filmriss, Bandsalat, Tonausfall, Bildstörung. Und 500. Leipzig besitzt Europas. Längste Sackgasse, kürzeste Rolltreppe, größten Kopfbahnhof oder kleinsten Sperrbezirk? Huh. Kleinsten Sperrbezirk schließe ich aus. Längste Sackgasse, weiß ich nicht. Kürzeste Rolltreppe? Klingt irgendwie gut. Will ich jetzt für B pokern? Ich weiß es nicht, verdammt. Ich weiß es nicht. Ich habe ein Problem.
Also für was Kleines bekannt sein, das glaube ich irgendwie nicht. Längste Sackgasse. Ich nehme Telefonjoker, sicher ist sicher. Und wenn es sich ärgern wird, ist mir egal. Nehmen wir die zwei. So. So, was besitzt Leipzig denn? Die Leipziger werden mich alle hassen. Längste Sackgasse, kürzeste Rolltreppe, größten Kopfbahnhof oder glänzendes Bärbezirk? Lediglich Cäsar, den größten Kopfbahnhof. Aber was soll das denn ein Kopfbahnhof? Das habe ich ja im Leben noch nicht gehört. Größter Kopfbahnhof. Wer was dazu lernen will, der kann mal aus Spaß Kopfbahnhof googeln und es mir in die Kommentare gerne schreiben. Und wir gehen mal auf die 1000-Euro-Frage. TV-Serien wie CSI führen Nachweis zu einem steigenden Interesse an der Tiermedizin, Volksmedizin, Zahnmedizin, Rechtsmedizin, D-Rechtsmedizin. Gut, das wäre geschafft. Wir gehen auf 2000 mit der nächsten Frage. Welche Stadt an Mississippi wird die Wiege des Jazz genannt? New York, New Orleans, Chicago, San Francisco. Jazz. Am Mississippi. Ich glaube, das könnte C sein. Irgendwie C oder D? New York, das Jazz? Nee, würde ich nicht sagen. New Orleans. Das kann nur eigentlich Antwort C sein. Ich will mich jetzt natürlich nicht gerade blamieren wieder bei einer Frage und rausfliegen. Ich sichere es mir, glaube ich, lieber ab. Ich frage mal den Zusatzjoker. Ja doch, letztes Wort. Nummer 2. Die Elisa. Sie ist sich sicher, dass Antwort B noch richtig sein kann. 90%. Okay, ich habe wieder Quatsch gelabert. Vielen Dank dafür. Ich nehme Antwort B. New Orleans. Richtige Antwort. Boah. Da fällt ein Joker nach dem anderen. 4000, zwei Joker sind noch da. Wie hieß der letzte Film, bei dem Alfred Hitchcock Regie führte? War das Marnies Familie, Psychofamilie, Familiengrab oder die Vögelfamilie? Schöne Frage, muss ich gerade passen. Die Frage gebe ich an alle Zuschauer gerade weiter. Wenn ihr mitraten wollt, dann dürft ihr jetzt natürlich gerne einen Kommentar schreiben zu der Frage. Wie hieß der letzte Film, bei dem Alfred Hitchcock Regie führte? War das A. Marnies Familie, B. Psychofamilie, C. Familiengrab oder D. Die Vögelfamilie? Wenn ihr eine Ahnung habt, schreibt gerne einen Kommentar. Und der Rest im Publikum stimmt mal jetzt ab. für A, 43% für B. C und D werden komplett ignoriert, bis auf 2 und 1%. Gut, also nutze ich den ersten beiden. Ich wette, wenn ich jetzt ein 50-50 nehmen würde, würden die beiden... Ja, es würden die beiden stehen bleiben, glaube ich. Meine Tendenz lag zwischen B und C, ehrlich gesagt.
Eine knappe Mehrheit. Das ist nur knapp, das ist nicht gerade sehr stark. 54 zu 43. Ich riskiere. Ah, ich will noch nicht noch einen Joker aufnehmen. Letztes Wort. Manis Familie ist falsch. Es wäre C gewesen. Das Publikum lag absolut daneben. Absolut falsch. Puh. Das ist mal was Neues für so eine Frage. Dann eben neuer Versuch. So schnell kann's gehen. Und wir haben ja noch genug Aufgaben parat, deswegen wir machen die nächste direkt mit dieser Frage. Nennen Sie Deutschland nacheinander in Großbritannien, Spanien, Finnland und den Niederlanden beim Namen. Sachsa, Germany, Deutschland, Alemania. Also, wir lösen mal auf. In Großbritannien, also auf Englisch gesagt, heißt Deutschland immer noch Germany. In Spanien heißt es Alemania, also auf Spanisch Finnisch, da haben wir Sachsa und zum Schluss Niederländisch, bisschen Holländisch, Deutschland. B, D, A und C. Das wussten immerhin noch 7 am schnellsten war. Spieler Nummer 6. Und los geht's. Und wir übernehmen wieder die Risikovariante und starten mit den ersten 5. Welcher Begriff spielt im Regelwerk des Fußballs eine wichtige Rolle? Einerseits Abseits, andererseits Jenseits, B Abseits. 100. Genesis 1,3, es werde Licht, Messer, Gabel, Schere, Licht, D. 1. Welche Familie herrscht sprichwörtlich Unordnung unterm Sofa? Hempel, Huber, Krause, Lehmann. 2. Warte, was? Ich würde jetzt sagen, bei Krause. Hempel, da macht ja alles keinen Sinn. Also ich würde sagen C. Je länger ich gerade drauf rufe, desto bekloppter werde ich irgendwie. Sprichwörtlich Unordnung unterm Sofa. Irgendwie A oder C, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist der Vorführeffekt bei der tollen neuen Grafik, weißt du? Komm, Telefon, sicher ist sicher. Bevor wir wieder einen Nuller machen, versuchen wir wenigstens zu retten. Ist ja egal. So. Es ist 100 pro A oder C. Lediglich A sein, na dann. Gefühl lag richtig, Antwort A. Gerettet. 300. Sind Synonyme für immer gefragt. Denken wir beispielsweise aufrichtig, Integer, anständig oder rechtschaffen. Da denkt man immer an ständig. A, B, C, die Katze lief im Schnee. Und als wir nach Hause kamen, hat sie weiße Stiefel an. Ein rotes Mützchen, blauer Handschuh, grüne Socken oder weiße Stiefel D.
1000. Woraus besteht das äußere Skelett der Insekten? Chinin, Chitin, Chirac, Chiffon. Eins von den ersten beiden. Chinin oder Chitin? Ich glaube Chitin. Gibt es auch irgendwie sowas mit so Chitin-Panzerung? Irgendwie sowas? Das müsste B sein. Ich nehme B. Ja. Woher ich das wusste? Ich hab's mir nur gemerkt, weil ich es in Ark irgendwie mal gelesen habe, bei Insekten. Ich hab's nur in Ark gelesen, bei Insekten töten. Ah, PC-Spiele bringen einem auch was bei. 2000. Die Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main und Präsidentin des Deutschen Städtetags ist auf jeden Fall rot, grün, schwarz, weiß. Ich nehme mal an, es geht wohl um die Frau Rot. Deswegen. Ah! Die Claudia Rot wahrscheinlich. Gut! Das sieht noch gut aus. 4000, drei Joker sind noch da. Tortilla ist die typisch spanische Variante des Apfelstrudels, der Lasagne, des Omelettes oder der Maultasche. Tortilla. Jetzt muss ich gerade überlegen, weil ist die spanische Variante, es müsste Tortilla, es müssten Maultaschen sein. Es müsste D sein. Letztes Wort. Nein. Schade drum. Wieder nur 500. Also Holz soll irgendwie nicht sein. Aber gut, was will man machen? Außer eine dritte Runde starten. Die kann nicht schlimmer werden. Mit dieser Auswahlaufgabe. Also, die hatten wir eben schon gehabt. Ich muss mir angewöhnen, das da irgendwie umzuschreiben. Aber momentan ist so richtig schön Zeit einfach nur Mangel. So. Zur Auflösung. Wir fangen an mit Eisprinzessin, dann kommt Mordezahl, dann Schlagkönig, dann Literaturpapst. A, B, D, C. Das wussten alle außer der erste und am schnellsten war Spieler Nummer 8. So. Dann eben noch einmal. Denn alle guten Dinge sind ja bekanntlich 3. Risiko nochmal. Los geht's. Wer ganz schnell läuft, rennt wie ein. Flitschiger Donner, gehilter Regen, geschmierter Hagel, geölter Blitz D. 100. Womit müssen sich Richter manchmal herumplagen? Mammutprozesse, Dinosaurier, Stadtanwälte, Säbelzahntiger klagen, Archaeopteryx-Plädoyers. Mammutprozesse A. Beim klassischen Pater, das sieht mich, dass der Mann im Rückstand gerät, ausgleicht, führt, auf Zeit spielt. C führt. 300. Bestellt man beim Japaner Tempura, präsentieren sich Fisch oder Gemüse im Mehlsacko, Strudelhemd, Brotjackett, Teigmantel. D.
Wer ist die Mutter von Weltklasse-Skiläufer Felix Neureuther? Rosi Mittermeier, Christa Kinshofer, Irene Epple, Regine Mösenlechner. Weiß ich gerade nicht. Telefon. Die drei? So, wie heißt die Mutter von Felix Neureuther quasi, ist die Frage. Die Rosi, Christa, Irene oder Regine? Regine. Kann lediglich A sein. Na dann, vielen Dank. Aber A. Eine Gattung der Gespensterschrecken heißt trödelnder Ast, schlenderndes Gras, spazierender Stängel oder wandelndes Blatt. Also, weil es Gespensterschrecken heißt, würde ich schon mal sagen, es könnte wandelndes Blatt sein oder sowas wie C vielleicht, aber ich glaube eher ist es D. Dennoch, Unsicherheit ist hier, ich nehme Zusatzjoker. Die Joker fallen heute wie die Fliegen. Die Stefanie. Die glaubt, sie wissen, ob Antwort dänisch sein kann. 100%. Verdammt. Der Joker ist wasted. Mit welchem Titel landete die Formation M im Jahr 1990 einen Top-Hit? Popmusik, Jazzmelodie, Punk-Hit, Rock-Song. Also, Popmusik, Jazzmelodie, Punk-Hit, Pop-Song. Ich frag mal alle. Also auch die zuschauen. Bitte Publikum, helfe bei der Frage. Mit welchem Titel landete die Formation M im Jahr 1979 einen Top-Hit? War das A, Pop-Music, B, Jazz-Melodies, C, Punk-Hit, D, Rock-Song? Mal gucken, was dabei jetzt rauskommt. ...91% sagen A. Okay, mit der Mehrheit gehe ich intensiv auch mit. Ich entscheide mich für Antwort A, Pop Music, mit einem schönen Z geschrieben in der Mitte. Also heute läuft es irgendwie echt überhaupt nicht. 4000? Was lag in dem Jahr 2013 innerhalb von einer Kalenderwoche? Winteranfang und Silvester, 1. und 2. Advent, Karfreitag, Ostermontag, Vater- und Muttertag. Ich glaube, das war Karfreitag, Ostermontag. Erster und zweiter Advent, das kann nicht sein. Ist immer sonntags. Vater- und Muttertag. Ich glaube, C war's. Ich nehme C. Doch, Vater-Muttertag? Also, heute läuft überhaupt nicht. Was ist nur los heute? Das ist heute der Fluch der 500 da. Und zum Glück ist es vorbei für uns heute. Das will heute echt keiner mehr sehen. Vielleicht schlafen wir noch eine Nacht drüber, recht unter PC weiter ein und dann geht's morgen in der dritten Folge dieser Woche weiter. Und am Samstag auch wahrscheinlich schon wieder mit einem kleinen Livestream. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Schade, dass es heute nicht unbedingt so hohe Summen waren. Aber wir versuchen unser Bestes und versuchen es gleich morgen nochmal besser. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schönen Tag, schönen Abend, kommt gut nach Hause und wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Danke fürs Zusehen und bis morgen. Habt einen schönen Abend. Ciao.